Servus. Erzähl mal ein bisschen was von der Fight Club und der Beta. Fight Club und Beta, okay. Fight Club. Ja, war ich das erste Mal mit dir, glaube ich, oder? War ich mit dir? Oder war ich mit Nee, ne? Mit wem war ich? Weiß ich nicht. Ach, mit dem Vince war ich, glaube ich, das erste Mal. Ja, genau, richtig. Ich war dann das erste Mal mit dem Vince dort. Und ja, dann habe ich es mir ein bisschen angeschaut. Ging dann auch ziemlich relativ gut, also auch die einzelnen Züge. Oben dann auch glücklicherweise dann im Umlenker angekommen. Und der Vince hat dann die Route an dem Tag nach dem dritten Try durchstiegen. Und dann habe ich halt gut geleckt. Also es kann ja nicht sein, dass der jetzt da so Larifari durchsteigt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt. Und wie lange hast du gebraucht dann? Na, waren dann insgesamt 7 Tage, meine ich mal, zum Glück. 6 oder 7 Tage, ich weiß nicht genau. Pro Tag so 3, 4 Versuche? So was an der Art, ja. Und es war aber, also gleich vorweg, ich glaube, es wäre früher gegangen, wenn ich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, es wäre früher gegangen, dass wenn ich an dem Kruxzug den Zwischengriff von Anfang an einfach mitgenommen hätte. Und wie ist der Charakter der Route so? Charakter, also ich finde Ausdauer meiner persönlichen Meinung finde ich nicht, was du das siehst. Nee. Reiner Kruxzug, obwohl da unten einfach mega schöne Züge, das war viele verleisen, das schön drehen. Kannst.
zur Crux in dieses mega geile Zwei-Finger-Loch, was du auf Schulterseite nimmst. Gehst dann eben auch nochmal auf einen rechten Fingerpocket, also dass du deine drei, vier Finger reinbekommst, der ist eigentlich ganz gut. Steigst hoch auf etwas schlechteren und machst dann einen langen Reach, also greifst dann eben hoch auf diesen schlechten Sloper. Kannst, dann hast du die Möglichkeit, so hast du es so wie du gemacht, dass du dann eben mit diesen zwei Finger Pocket, was ultra scharf ist, was ich einfach mich nicht getraut habe, weil ich immer Schiss davor hatte, dass wenn ich reingehe in diesen zwei Finger Pocket und ich abrutsche, mir dann die Finger abreißt. Und deswegen. Ich habe es mich einfach nicht getraut, deswegen, du hast es ja auch echt krass getaped gehabt und konntest auch mega geil halten. Beschissenen Halbsloper da nehmen und von dem aus klippen. Der einzige, der vom Slope aus klippt. Ja, anders wie gesagt. Dein Move hätte ich mich aber nicht getraut. Und dann nach dem Sloper? So, nach dem Sloper machst du einen Kreuzgriff auf eine Leiste, die du aber ziemlich weit rechts nehmen musst. Okay, Tobi, was steht an fürs nächste Mal? Weiß ich noch nicht. Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt doch ziemlich mitgenommen, also so blöd es klingt. Also, Kletter ist ja noch nicht allzu so lang, so aggressiv. Also, sagen wir so seit 2-3 Jahren oder irgendwas. Und bin jetzt eben im 9. Grad angekommen, also 9 minus. Und die hat mich jetzt dann doch sehr geschafft. Also, da war ich doch ziemlich jetzt eigentlich am Limit. Wobei ich jetzt nochmal sage, ich denke wirklich, wenn ich diesen beschissenen Zwischengriff genommen hätte, dann wäre das vermutlich schneller gegangen. Ja, klar, natürlich. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Es hat mich aber trotzdem ziemlich geschafft und ich sage jetzt, ich baue jetzt ein bisschen Break. Habe jetzt ein paar leichte Routen jetzt erstmal so gemacht und die Multi-Pitch, also ich feiere gerade übelst das Multi-Pitch, also gerade mit dir, wo wir jetzt im Berchtesgaden so unten waren. Mega geil, da möchte ich jetzt auch richtig einsteigen und das jetzt weiter verfolgen. Und ja, dann schauen wir mal, was dann als nächstes Projekt ansteht. Kann ich noch nicht sagen, aber wird ja vermutlich dann irgendwas im 9. Grad sein. Geil, wir sind genau. Gespannt. Ja. Was ganz wichtig ist, don't forget, subscribe.